wir jetzt zum dritten Gast. Damen und Herren, Schwestern und Brüder, ich weiß jetzt nicht bei welcher Tür, aber wie auch immer, es kommt jetzt Stefan Weber. Stefan, magst du Eierlikör oder Fruchtkarte? Ich möchte einen Cocktail aus Eierlikör und Fruchtkarte. Ich habe eben der Kalorientabelle nachgeschaut. Also es ist 2400 Kalorien und ich möchte das noch... Moment, wir brauchen ein Glas für einen also Mix, der Robin, bitte. Robin, ein Viertelglas. Wir sind ja nicht bei einer Kinderparty, wir brauchen... Genau. Du hast da noch eine eigene Flüssigkeit mit. Bitte. Die müde Mischung. Darf ich dir Eierlikör anbieten? Ja. Sag heute... Nein, ich sag nicht heute. Nein, das ist genug, mehr kriegst du. Ich brauch den noch für die nächsten Sendungen. Ach so. Und darf ich das selber? Ja. Brauchen wir Bier noch vielleicht? Ja, es wäre vielleicht. Oder Mineralwasser? Ein Schuss. Das ist wie bei der Mess, da musst du einfach nur einen Tropfen Wasser. Es könnte natürlich passieren, dass ich dann ausarte, wenn ich das trinke. Lieber Stefan, wie schaut es jetzt aus, sozusagen als Revolutionär, der auf der Popbühne steht, und dann wiederum zurück als Bastellehrer in die Schule? Wie gewinnst du da die Autorität zurück? Ja, die Autorität gewinne ich zurück, zum Beispiel mit diesem Gerät. Ist es nicht verboten in Österreich? Ja, also es ist so, dass das Rohrstaberl etwas verpönt ist. Aber die Neinschwänzige ist willkommen. Es steht nicht ausdrücklich drin, dass man die Neunschwänzige nicht verwenden darf. Aber es ist so, die wahren Exzesse spielen sich in der Schule ab. Ja? Ich habe ja nicht nur neunschwänzige Katzen, ich habe Bandsägen, ich habe Schlagscheren. Ja, also wenn bei Tradewaberl da Theaterblut spritzt oder Ketchup oder irgendwelche Gummi, Beuteln, importiert ihr euer Schweinsblut von Österreich mit nach New York? Ja. In der Tiefkühlung. Na, das braucht man. Also du hast mich gefragt, was in der Schule ist. Nicht? Also da spritzt echtes Blut. Nicht? Also ich meine, es gibt ja immer wieder Schüler, die renitent sind. Oder irgendwie, wie soll man, ich bin auch nur ein Mensch. Wenn jetzt zum Beispiel irgendein Schüler daherkommt, der hat ein beflecktes Sakko oder ein lange Haar oder so, oder was weiß ich, das Ansehen in der Schule ist gefährdet. Und da muss ich natürlich die Schlagschere in Aktion setzen und oder irgendwelche Sägen, und da kann schon passieren. Oh. Ja, kann passieren. Und wenn also dass da Finger und Ohr wascheln und. Aber jetzt ist ja die Schule ist ja so, dass es da Lehrer gibt, die unterrichten Mathematik und Englisch und Französisch und so weiter. Die müssen sich ja dann mit großer Gewalt durchsetzen und müssen sagen, wenn es nicht brav seid, kriegt es einen Fünfer. Ja. Und du mit Basteln und so, hast das leicht und sagst, bastelt halt was? Was passiert dann? Das heißt, die eigentliche Problematik ist ja die, dass die dann zu dir kommen und sagen, aber der Mathelehrer ist Arsch. Was sagst du dann da drauf? Da sage ich, das weiß ich eh, dass der Arsch ist.
Also wenn einer Mathematiklehrer ist, ist also sowieso Arsch. Also, ja, aber kommst du da nicht in schier unüberbrückbare Loyalitätskonflikte? Ich meine, du bist ja sozusagen als Lehrer auf die Verfassung angeeidet oder sowas. Musst du da nicht irgendwie dann loyal sein und sagen, na ja, schau, musst du halt zusammennehmen oder so. Hast du das noch nie gesagt, so ein bisschen? Nein, also diese Loyalität. Das L macht das so schnell niemand nach. Ja, es ist irgendwie, wir sind bei einer Kinderparty. Na, ich glaube, der Laden ist ziemlich verfahren. Versuchen wir es auf eine andere Methode. Also zum Beispiel das heilige Sakrament der Sexualität, dieser große Ernst der Lust. Ja. Um diesen sozusagen wirklich erreichen zu können, muss man doch eine besonders raffinierte Kunstform der Natürlichkeit entwickeln. Wenn man aber blödelt dabei, da sagen dann gleich ein paar Kulturphilosophen, naja, das mit dem Sex ist eigentlich nichts, sozusagen der Sex macht nur einen Spaß, wenn er sehr ernst ist. Kann man den Sex verblödeln und ihn dann noch ernsthaft betreiben? Das war jetzt ein bisschen zu intellektuell. Jetzt denk einmal, jetzt musst du wirklich an die Einschaltquoten denken und ein bisschen mehr Boulevard machen. Ja. Also vielleicht ruft den Regisseur der Kurt Palm jetzt an, aber diese jetzt, Frage... Jetzt schweigt er. Ja. Also ich habe da ein Zitat aus einer Zeitschrift namens Falter. Ach so. Oh, jetzt ist mir alles runtergefallen. Pass auf, schau her. Da hast du Folgendes gesagt. Warum fragst du mich nicht, was ich für ein Shampoo verwende für meine schönen Haare? Nein. So leicht kommst du mir nicht davon. Es geht ums Abendland. Also im Falter steht, klar, einen Mönch, der als Brennender über die Bühne rennt, muss man planen. Aber Raum für Spontanes muss bleiben. Bei der Nummer Mulatschak ist zum Beispiel überhaupt nicht vorgeschrieben, dass viele Nackerte auf der Bühne sein müssen. Einziges, was passieren soll, was Exzessives. Was ist was Exzessives, wenn es gespielt ist? Es ist überhaupt nicht gespielt. Es ist jedem überlassen, also das ist irgendwie fad. Muss ich das wirklich erzählen? Also bei Tradiwabel ist es so, es ist totaler Freiraum. Jeder darf tun und lassen, was er will. Ich schreibe vor, wann was passiert. Also wie schaut das aus, ja? Wenn ihr eine Show macht, ja? Ist es echt oder ist es gespült? Was? Also wenn du jetzt ein Fleisch isst, isst du jetzt wirklich ein Fleisch oder tust du nur so, als wenn es ein Fleisch ist? Noch eine letzte Frage, Herr Weber. Ja! Eine allerletzte Frage. Warum letzte? Ich fühle mich gerade wohl. Was bedeutet Ihnen das Abendland? Das Abendland? Also, Herr Fettberg, das war wieder zu intellektuell. Denken Sie an die Einschaltquoten. Wir sollen mehr auf Boulevard machen. Also. Das war schön. Wir brauchen jetzt noch ein Foto. Würdest du dich mit mir fotografieren lassen? Nein. Lieber Robby, fotografier uns bitte. Also nur wenn ich die Hand. Das geschieht gegen meinen Willen. Lieber Andreas. Lieber Stefan,
Du, wir müssen eine Dose schießen. Ja, schau. Also, wir müssen eine Dose schießen. Schau. Ich schieß das mit den Fleischbarteln. Schau. Nimm Kokoskuchen. Aber hinterm Strich, hinterm Strich. Schau, hinterm Strich. Willst du nicht eine Kokoskuppel nehmen? Nein, ein Fleischbarteln. Wow!